Kürzlich bekam ich auch durch eine Räumung meiner Freundin Aranka einen Substrat-Topfpflanzen-Lexikon-Ratgeber geschenkt. Schätze von der Gestaltung her um die 60 bis 65 Jahre alt, mit dafür schon in Farbe, aber dezente Farben, knallige Farben, kamen ja erst Ende der 60er, Anfang der 70er auf. Und es ist sehr interessant, dass man hier sämtliche damals gängigen Pflanzen aufgelistet hat, eine Pflegeanleitung nach Nummern von 1 bis 28 sind in Gruppen eingeteilt und auch das hinweismäßig Substral auch für Hydrokulturen geeignet schon drinnen steht. Also sehr interessant. Könnt ihr das noch singen? Pflanzen brauchen Liebe und Substral.